Ein blauer Punkt wird zum Logo der BGW. Ein Ball in einer Schale. Ein Schriftzug. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege. Ein weiterer Schriftzug. Schöne Hände im Friseurhandwerk. Das BGW-Studio 78. Carsten van Rissen, der Skeptiker, der sich von der BGW und ihren Leistungen hat beeindrucken lassen. Herr van Rissen bei verschiedenen Präventionsmaßnahmen der BGW. Seit er eine Stelle als Rettungssanitäter in einer Klinik angenommen hat, van Rissen zieht eine Warnschutzjacke an, ist er Versicherter der BGW mit Überzeugung. Wirklich mit Überzeugung? Ein weißes Fragezeichen auf schwarzem Grund. In einer Wohnung. Carsten van Rissen vor einem aufgeklappten Laptop. Auf dem Bildschirm die Studio 78 Website der BGW. Studio 78. Gesunde Hände, tolle Weiterbildung, neueste Trends und Techniken, Profifriseure und Trainer. Für alle. Egal ob Azubi oder Meisterschüler. Van Rissen geht in den Flur, blickt nach oben. Na, das wird ja bestimmt richtig schön teuer, wenn man da mitmachen will. Carsten, wann wirst du die BGW endlich verstehen? Van Rissen stockt, blickt nach links. Auf einem Regalbrett ein weiblicher Frisierkopf. Van Rissen beugt sich herunter und horcht an seinem Mund. Natürlich wird das Fortbildungsprogramm im Studio 78 nicht teuer. Van Rissen richtet sich auf, blickt nach oben und geht weiter durch den Flur. Im Gegenteil, die Angebote sind frei oder für einen kleinen Beitrag zu haben. Im Bad. Van Rissen sieht in den Spiegel. Bestimmt, weil da nur mit gewissen Produkten gearbeitet wird. Er berührt zwei Cremetuben auf einer Ablage. Sie verstehen schon, was ich meine? Van Rissen schaut weiter in den Spiegel. Eben nicht. Das Studio 78 ist da ganz unabhängig. Im Mittelpunkt stehen die Friseure und ihre Gesundheit. Im Flur. Van Rissen ergreift den Frisierkopf. Das will ich sehen. Er verlässt die Wohnung. Drei Frisierköpfe im Profil. Ein Frisierkopf von vorn. Er hat nasse Haare. Ein Logo. Es deutet eine tanzende Frau mit Afroschnitt an. Über ihrem ausgestreckten Arm der Schriftzug BGW Studio 78. So, bald ist Klinikball. Und da will ich mir hier zeigen lassen, wie ich meiner Regierung daheim eine tolle Frisur verpassen kann. Schließlich muss man auf so einer Veranstaltung auch ein bisschen was hermachen. Sie wissen, was ich meine. Er begibt sich zum Tresen. Dahinter eine Frau mit langen, braunen Haaren. Guten Tag. Findet hier heute das Seminar für Cut in Color statt? Ganz genau. Hallo, Herr van Rissen. Hallo. Mein Name ist Maria und ich leite das Seminar heute. Folgen Sie mir doch. Maria entfernt sich. Maria ist übrigens eine echte Friseur-Weltmeisterin, Carsten. Van Rissen blickt nach oben. Friseur-Weltmeisterin. Ich hoffe, dass Maria auch Weltmeisterin im Erklären ist. Maria vor einer Präsentation. Maria mit einem Frisierkopf. Sie schneidet, färbt ein Strähnchen, kämmt. Maria doziert im Frisierstudio. Kursteilnehmerinnen arbeiten an Frisierköpfen. Van Rissen kämmt einen Frisierkopf. Eine Frau nimmt ihm lächelnd den Kamm aus der Hand. Sechs Frauen stehen an einem Tisch. Zwei Hände halten einen Cremespender. Die Frauen cremen ihre Hände ein. Die Frauen ziehen Einmalhandschuhe über weiße Baumwollhandschuhe. Van Rissen zieht sich Einmalhandschuhe an. Ein Handschuh rutscht ab und schnellt über den Tisch, vorbei an einer BGW-Mitarbeiterin. Er zieht einen neuen Handschuh an und wackelt mit Mittel- und Zeigefinger. Van Rissen lässt sich von Maria eine Schürze umbinden. Er versucht, an einem Frisierkopf eine Haarsträhne in Alufolie einzupacken. Van Rissen besprüht einen Frisierkopf mit Haarspray. Dabei sprüht er sich in die Augen. Maria und Van Rissen begutachten gemeinsam den Frisierkopf. Van Rissen blickt nach oben. Er hält eine Rundbürste in der Hand. Und Carsten, bist du zufrieden? Ja, ich find's großartig. Sensationell. Weltmeister an Schere und Föhn. Aber ehrlich gesagt, ich bin Laie und daher leicht zu beeindrucken. Van Rissen hält die Rundbürste vor den Mund wie ein Mikrofon. Mich persönlich würde interessieren, wie es echte Friseure hier finden. Er bemerkt die Rundbürste, schüttelt den Kopf, legt sie weg. Er dreht sich um und geht auf die Frisierstationen zu. Am Studio 78 gefällt mir so einiges. Einfach so dieses kreative Arbeiten. Das ist
echt locker hier ist. Nicht so steif, sondern ne, man kann Fragen stellen, einfach mal so. Und es werden immer schöne, tragbare Sachen gezeigt. Das bringt uns einfach unheimlich viel. Man lernt super tolle neue Sachen und ja, macht Spaß. Ist schön, ist spannend und man kann sich dann so seine Sahnestückchen rauspicken. Ja, Studio 78 gibt eben gute Tipps, um die Pflege der Hände einfach wirklich in Ordnung zu halten, dass die Hände nicht rissig werden. Man weiß alles immer theoretisch, aber die praktische Umsetzung davon, an der hapert es dann doch meistens. Weil ich denke, dass wir die Sachen, die wir hier lernen, auch wirklich direkt im Laden umsetzen können. Ich finde, die BGW bietet sehr gute und günstige Seminare an, also günstiger als andere. Und die sind etwas voller vom Programm her. Ich habe schon an ganz vielen Seminaren hier teilgenommen und ich komme immer wieder gerne. Van Rissen an seinem Frisierkopf. Er blickt nach oben und hebt die Hände. Okay, okay, ich bin schon überzeugt. Van Rissen und Maria sitzen nebeneinander. Zu Maria. Aber das machen Sie doch nicht häufig. Sie lassen doch arbeiten. Zwei Männerhände halten eine Frauenhand hoch. Wer so schöne Hände hat. Zwei Hände in Einmalhandschuhen waschen die Haare eines Frisierkopfes. Die schönen Hände habe ich, weil ich sie schütze. Zwei Hände schneiden einen Pony. Meine Hände sind mein Handwerkszeug. Zwei Handrücken reiben aneinander und verteilen so Creme. Und da ich ein Profi bin, will ich da immer top sein. Die sollen toll aussehen und gesund sein. Und wie ich das beibehalte, das wird mir hier beigebracht im Studio 78. Verschiedene Seminarsituationen aus Studio 78. Siehst du, Carsten, hier wird etwas getan, um Berufskrankheiten zu vermeiden. Das Studio 78 ist Bestandteil einer umfassenden Präventionsstrategie der BGW. Für das Friseurhandwerk ist das effektiv. Eine Grafik. Senkung des Gefahrtarifs. Vier Säulen symbolisieren die Jahre 1996, 2001, 2007 und 2013. Die Beiträge für Friseure konnten bereits mehrfach gesenkt werden. Die letzten drei Säulen schrumpfen abstufend. Prävention zahlt sich aus. Eine Reihe von Seminarteilnehmern hinter ihren fertig gestylten Frisierköpfen. In der Mitte Van Rissen. In finanzieller, aber vor allem in gesundheitlicher Hinsicht. Van Rissen vor einem Friseurwaschbecken. Er richtet sich auf. Mit der BGW ist man in jeder Hinsicht auf der sicheren Seite. Nichts anderes versuche ich dir die ganze Zeit zu sagen, Carsten. Van Rissen blickt nach oben und lächelt schelmisch. Das BGW-Logo. Eine Texttafel. Darauf in Kooperation mit dem Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.